Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns sein Heil schenkt, er sei mit euch. Liebe Gläubige, ich begrüße euch zu unserer heiligen Messe am Donnerstag, wo wir immer besonders der Einsetzung der heiligen Eucharistie gedenken. Ja, Gott ist Mensch geworden und hat sich als Mensch ganz für uns hingegeben, damit wir diese Hingabe lernen füreinander. Wollen wir auf ihn schauen, damit wir von ihm geformt werden. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gott, du hast uns zu dieser Feier eingeladen. Du sagst uns dein rettendes Wort und reichst uns das lebensspendende Brot. Mach uns fähig, weiterzugeben, was wir in deinen Gaben empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen zog Israel gegen die Philister in den Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Eben-Eser auf und die Philister hatten ihr Lager in Afek. Die Philister rückten in Schlachtordnung gegen Israel vor und der Kampf wogte hin und her. Israel wurde von den Philistern besiegt und die von Israels Heer auf dem Feld etwa 4000 Mann erschlugen. Als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten Israels: Warum hat der Herr heute die Philister über uns siegen lassen? Wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Schilo zu uns holen. Er soll in unserer Mitte sein, in unsere Mitte kommen und uns aus der Gewalt unserer Feinde retten. Das Volk schickte also Männer nach Schilo und sie holten von dort die Bundeslade des Herrn der Heere, der über den Cherubim thront. Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, begleiteten die Bundeslade Gottes. Als nun die Bundeslade des Herrn ins Lager kam, erhob ganz Israel ein lautes Freudengeschrei, sodass die Erde dröhnte. Die Philister hörten das laute Geschrei und sagten: Was ist das für ein lautes Geschrei im Lager der Hebräer? Als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sich die Philister, denn sie sagten: Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen. Und sie riefen: Weh uns, denn so etwas ist früher nie geschehen. Weh uns, wer rettet uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes?
Das ist der Gott, der Ägypten mit allerlei Plagen geschlagen hat. Seid tapfer, Philister, und seid Männer, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da traten die Philister zum Kampf an und Israel wurde besiegt, sodass alle zu ihren Zelten flohen. Es war eine sehr schwere Niederlage. Von Israel fielen 3000 Mann Fußvolk. Die Lade Gottes wurde erbeutet und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, fanden den Tod. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich will dich lieben, O mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, so Jesus verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, kurzes Wort zur Lesung, wo berichtet wird vom Kampf zwischen dem Gottesvolk Israel und den Philistern, den Feinden, die sie bedrängen. Wir sind überrascht über diese Geschichte, denn es schaut aus, wenn sie Gott in die Mitte holen mit der Bundeslade, dann werden sie siegen und siehe da, trotzdem verlieren sie. Uns ein kleiner Hinweis sein, nur äußere Frömmigkeit nützt nichts. Wenn man gegen den Ungeist bestehen will, dann braucht man den Heiligen Geist in sich. Und da sind wir beim Wort der Woche, ihr seht ja immer noch diese Szene der Taufe des Herrn, Taufe Jesu. Es ist die Woche der Reinigung. Die Woche des offenen Himmels.
Und genau das haben wir heute gehört. Dieser Kranke, der sagt, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Rein vom Aussatz der Lepra, wir wissen es übertragen, rein vom Ungeist, von allem Egoismus, der uns hindert, dass der Himmel zu uns kommt. Dieses Wort, in dem Vertrauen steckt und Erlaubnis, das ist doppeldeutig zu verstehen. Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. So, wir überlassen es ihm, seinem Willen, wir erlauben es ihm. Du kannst machen, ich setze nichts dagegen. Und gleichzeitig ist es eine Vertrauensaussage. Ich traue dir zu, dass du mich ganz heil machen kannst, Jesus. Dieses Wort soll uns heute begleiten. Dieser Blick auf Christus soll uns heute helfen, dass immer mehr der Heilige Geist uns bestimmt, in jedem Moment, der Geist der liebenden Zuwendung zu den anderen. Das ist diese Reinigung, die Jesus bewirkt. Freuen wir uns darüber, denn dann leben wir im offenen Himmel. Nehmen wir uns das Wort heute mit Jesus. Du kannst mich reinmachen. Und lassen wir es an uns geschehen. Amen. In alle Zerrissenheit dieser Welt treten wir vor Gottes Angesicht und bitten ihn. Für alle Menschen, die sich in der Kirche für Gerechtigkeit einsetzen und oft an ihre Grenzen stoßen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Christen, die mit ihren Worten andere Menschen aufbauen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die Ausgrenzung in ihrem Arbeitsleben erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verstorbenen, die ihr Leben nach dir ausgerichtet haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Aumeier Franz für verstorbene Gattin Zilli und Enkel Thomas. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn auf dich, o Gott, vertrauen wir heute alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Ach, dass ich dich so spät erkannte, du hochgelobte Schönheit, du, dass ich nicht eher mein dich nannte, du höchstes Gut, du wahre Ruhe. Es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich so spät geliebt. Ich liebe
Lasst uns beten. Gott, von dir kommen die Gaben, die wir zu deiner Ehre darbringen. Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen.
unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird dir meine Seele gesund. Er streckte seine Hand aus und sagte, ich will es, werde rein.
Lasst uns in der Berührung und Vereinigung in der Kommunion diese Heiligung der Seele erfahren. Selig, die wohnen in deinem Haus, die dich allezeit loben. Singen wir zum Dank. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz das Licht gebracht. Ich danke dir, du Himmelswonne, dass du mich froh. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast uns im heiligen Opfermahl deines Sohnes gestärkt. Dieses Sakrament sei uns ein Schutz, der uns nie verlässt und alles Schädliche von uns fernhält. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Nehmen wir uns das mit, dass Christus dasteht, über ihm der offene Himmel und dass wir von ihm diese Geisteshaltung geschenkt bekommen, im Heiligen Geist zu leben, ohne Unreinheit der Seele. Der Herr sei mit euch. Segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.